Dann würde ich ganz kurz hier auf Toilette gehen, ja? Ist es ihr fucking Ernst? Sind sie mich ja gerade am Stalken? Also vorher noch, langsam mache ich mir echt Sorgen. Also, Warum? bisher. Also ich war zuerst hier. Ja, da können Sie jetzt nichts sagen. Ich war zuerst hier. Ich fahre das Fahrzeug nicht zu meiner Verteidigung. Ja, da, bitteschön, das ist einmal für Sie. Das ist einmal für Oh. Sie. Und das ist einmal für Sie. Und dann bin ich wieder weg. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. Gott, die holt direkt den Taser raus. Ist das süß. Oh. Sorry. Ich freue mich nur Alles gerade. gut. Ich bekomme nie was, deswegen. Ich werde einmal ganz kurz hier auf Toilette gehen, ja? Ja, kein Problem. Streife 2:10:30 Luna Market. Oh mein Gott, ist das süß. Oh. Boah, ich freue mich auch so allgemein. Immer wenn ich was bekomme, ich freue mich wie so ein kleines Mädchen. Ich bin sofort wieder da. So, wieder Treffer da. 1 mit einer 10:26 bei der Morningwood-Tankstelle. Ein schwarzes Cabrio, Ja, das zwei wüsstest du wohl, Personen. ja. Warum Ja, sind sie schon. so süß? Das ist noch top secret. Was bin ich? Warum sind sie so süß? Nein, bin. Och Gott, Frau Ivanov, bitte. Ja, das ist voll Sie sind. süß. Nein, ist es nicht. Nehmen Sie das einfach Doch. so hin und dann ist. Nein. Doch, das ist voll süß. Nein, sagen Sie das nicht. Das. Okay, das ist voll eklig. Ja, genau. So ist schon gut. Okay. Nein, aber kommt das nochmal irgendwann? Wann? Omega. Nee, Omega ist langweilig. Was? Nein, Omega ist natürlich toll. Das kommt auch noch. Wieso sagen Sie, dass Omega scheiße ist? Nee, eigentlich Omega Wieso an sich. sagen Sie sowas? Nein, nein, Omega an Da sich musst du aufpassen, eigentlich. das ist unser Hardcore-Fan. Nee, eigentlich Omega an sich Wieso sagen nicht. Sie sowas? Nein. Omega ist toll. Ja, das ist Omega. Nee, ey, das hat echt lange gedauert, bis ich das gerafft habe, gell? Aber egal. Das Omega? Ja, das Omega, Omega ist eigentlich, aber naja. Omega. Ja, das habe ich auch nur irgendwann gerafft, weil ich das von Lani gehört habe. Achso, nee, ich war auf zwei Omegas und die DJs waren irgendwie nicht so cool. Ich meine, ist natürlich Geschmackssache. Aber irgendwie weiß ich nicht. Fand ich die DJs nicht so gut. Ja, wir mischen halt immer bunt durch und ja, es kommt halt drauf an. Wenn man von Anfang bis zum Schluss bleibt, dann sind ein paar gute DJs dabei. Und ich habe nie Zeit, mir Karten zu besorgen. Tja, das ist dann blöd. Ja. Ja, und ich bin tatsächlich eine, die bis zum Schluss bleibt. Ja, das ist. Das war mir klar. Das, ja. Ja. Ich auch, aber ich werde halt auch bezahlt dafür. Ja, Mensch, dann sollte ich vielleicht bei Und Omega für anfangen. oh, Omega gehe ich sogar extra freiwillig aus dem Dienst. Ich habe gedacht, da können Sie auch im Dienst sind. So, Sie passen auf, dass die Leute ordentlich feiern. Ja, aber dann kann Die ich ja nicht feiern. Partypolizei. Die Ist halt ein bisschen Partypolizei. schwierig mit dem Zeug hier zu tanzen. Nee, ich sag's nicht. Alles gut. Ja, Mensch. Und Sie müssen jetzt noch arbeiten. Ja. Oder wollen arbeiten. Einer muss doch arbeiten. Das ist korrekt, ja. Was haltet ihr davon? Ich fange auch beim PD an. Warum denn nicht? Ich habe den Plan schon mal gehört. Ja, ich weiß. Bewerbung raushauen und gib ihn. Er möchte Okay, sich mit seiner Frau dann bewerben. bin ich schon, dann bin ich. Ja, das Ding ist ja auch schon wieder, ne? Bringt ja schon wieder nichts. Ist ja scheiße. Warum? Ja, weil das nicht so funktioniert. Ach so. Warum? Wie, warum? Weil ich mit meinem Partner nicht auf Streife gehen kann. Natürlich. Wer sagt das denn? Das habe ich mal gehört. Von wem? Dass Partnerstreifen nicht so gern gesehen werden. Nun, Habe ich Sie mal gehört. erfahren mehr, wenn Sie sich bewerben. Das Problem ist, ich
bewerbe mich nicht. Tja, das ist das Problem, das stimmt. Entweder stellt man mich ein oder nicht. Nun, wir müssten uns alle bewerben, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Chief hat sich nicht beworben. Und auch bestimmt auch. Der Gestiefelte? Niemals. Ja, der kann doch nicht einfach reinspazieren und sagen, so, ich bin jetzt Chief. Doch, ich glaube, der wurde schon so geboren. Ich glaube, der kam schon raus und sagt, ja, ich bin der Chief, ich bin jetzt da. Doch, ich glaube schon. Ich könnte man ihm zutrauen. Ich glaube genauso tief das auch. Okay, aber wenn wir schon mal hier sind, dann gehe ich auch noch ganz schnell pipi. Mach das. Viel Erfolg. Ja, Frau Ivanov. Ja. Mensch. Sie haben also nie Freizeit. Nee. Weil keiner sie mag. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Seitdem ich im PD angefangen habe, hat sich jeder von mir weggedreht. Warum auch immer. Ach so. Ach so, ja, der PD-Fluch. Ja. Verstehe schon. Ja. Das ist das Problem, weil alle irgendwie Angst vor dem PD haben. Warum auch immer. Ich verstehe nicht. Ja, wir sind ja alle ein bisschen kriminell. Frau Ivanov. Wenn man dann zu viele Freunde beim PD hat, kann das grenzwertig werden. Nun, kriminell bin ich jetzt nicht. Jetzt werden wir überfallen. Sie ist schon mal rothaarig. Orangehaarig. Was auch immer. Aber sie können mich jetzt beschützen. Ja, natürlich. Hallo. Abend. Hallo. Abend. Das ist aber leider die traurige Wahrheit. Irgendwie hat sich jeder von mir abgewandt. Besonders seitdem ich das Restaurant abgegeben habe, das ist am schlimmsten geworden. Aber Kaya auch? Mit Kaya habe ich auch nichts mehr zu tun. Echt? Warum das denn? Keine Ahnung. Sie waren doch auch relativ gut befreundet eigentlich, habe ich gedacht. Mhm. Dachte ich auch. Und das kam dann von heute auf morgen, oder was? Mhm. Dass sie sich nicht mehr gemeldet haben, oder was? Ja. Ich meine, sie melden sich ja jetzt auch nicht so oft. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht so mega befreundet, aber... Ja, warum auch immer. Was, warum sie sich nicht melden, oder warum wir nicht befreundet sind? Mit melden gut. Die Tür geht noch immer von zwei Seiten auf, ja? Also, Entschuldigung, also sie können jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht melde. Natürlich melden sie sich nur, ja. So ist es halt normal. Ah, okay. Verstehe schon, bei Ihnen ist eine Schwingtür. Ja, die erst Tür geht von... bewegt sich erst, wenn einmal dagegen getreten wird. Und zwar so richtig. Ja, natürlich. Verstehe schon. Ja, gegen so manche Türen würde ich schon gerne treten. Meine Kollegin hier neben mir weiß ganz genau, welche Türen ich meine. Die regen einen nur auf. Ja, dann viel Erfolg. Ja, das Problem ist, gegen diese Türen kann man nichts machen. Warum? Weil die Türen scheiße sind. Man kann gegen alle Türen was machen. Nein. Doch. Nicht, wenn die so arschig ist und nicht aufgeht. Sprengstoff? Nee, bringt nichts. Sind sehr schwere Türen. Okay. Ja. Nö. Streife 1, aktiv. Weinbutt. Einen Moment. Kann man Ihnen helfen? Wissen Sie, wo man hier irgendwas Ekliges, Ungesundes finden kann? Ekliges, Ungesundes? So Zuckerwatte und sowas. Im Kühlregal. Ist wieder aktiv. Okay, ich schau mal. Haben die nicht hier immer Zuckerwatte und sowas Ekliges? Ja, das haben die auch hier. Gesundheit. Aber Zuckerwatte ist doch nicht eklig. Danke. Ja,
doch, ich finde meine Zuckerwatte nicht. Das ist. Was? Na, Zuckerwatte ist doch, ganz ehrlich. Also, nee. Also, fällt mir nicht mal ein Wort dafür ein. Das ist halt flauschiger Zucker. Das klebt doch alles nur, ist doch ekelhaft. Ja, dann kann ja, man das doch flauschig. Ja, und flauschig und. Dann kann und man das ja vergeht im Mund. Ja. Nee, flauschig ist. Ja. Flauschig ist da nix. Na klar. Nein. Wenn sie das anfassen, ist es einfach nur klebrig, eklig. Ja, sie müssen das hier nicht anfassen, sie müssen da beißen. Ja, und dann klebt das ganze Gesicht. Ja, dann können sie doch ihre Partnerin fragen, ob sie das weglecken kann. Ja, dass sowas jetzt wieder von ihnen kommt, Frau Ivanov, das war mir sowas von klar. Ja. Das sind immer ihre wilden Fantasien. Schönen Abend. Danke, ciao. Gleichfalls. Das sind immer ihre wilden Fantasien. Die Träume mit der Zuckerwatte. Ja, wenigstens mit der Zuckerwatte. Ich will gar nicht wissen, mit wem sie noch so träumen. Oder von wem. Mit wem ist mir auch egal. Das bleiben meine Geheimnisse. Ja, ich hoffe, es hat nichts mit irgendwelchen Türen zu tun. Nein. Ja, dann ist er gut. Rebecca, warum lachst du? Ich lach gar nicht. Dann ist er gut. Ich lass euch mal alleine, ich gehe mal zum Backout warten. Frau Ivanov. Wann haben Sie denn mal Freizeit? Ich kann mir Freizeit nehmen, wann ich will. Was machen Sie denn, wenn Sie Freizeit hätten? Ich schreibe 12 aktiv Weinwood. Ins Bett gehen? Wow. Check. Ja. Das ist, ja. Ich weiß, bitte. Also wenn jetzt quasi ein Mann sie fragt, zu Ihnen kommt so Frau Ivanov, wann haben Sie denn Feierabend? Dann können wir was zusammen machen. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Und sie dann einfach sagt, ins Bett gehen, dann könnte das erstens zweideutig und zweitens irgendwie komisch wirken. Haben Sie Katzen? Nein. Ah, okay. Also verrückte Katzenlady, die fällt schon mal weg. Wie kommen Sie darauf, dass ich Katzen hätte? Das war eine Frage. Ach so. Das war einfach nur, um auszuschließen, ob Sie eine verrückte Katzenlady sind, die immer nach der Arbeit schnell nach Hause muss, um die 25 Katzen zu füttern. Nee. Habe ich lieber meine Wohnung so für mich alleine. Auch wenn die eigentlich langweilig? Zu groß für mich ist. Wo wohnen Sie denn? Tja, finden Sie das raus, Herr Sommer. Danke für den Follow, Lotto. Oh, das klingt jetzt aber schon. Ja, nee. Wie eine Aufforderung. Soll ich Sie jetzt stalken oder was? Und danach werde ich angezeigt. Ja, das war doch eine Erlaubnis. Na ja, okay, gut, Rebecca hat's gehört. Aber Sie haben ja wahrscheinlich nicht Ihren Namen am Klingelschild. Nein. Ja, dann was fahren Sie denn für... Ich weiß gar nichts über Sie. Was fahren Sie denn für ein Auto überhaupt? Wie soll ich denn ansatzweise... Da müssen Sie mir schon irgendeinen Tipp geben. Ich fahre ein Auto, sowohl auch ein Motorrad. Wow. Wow. Ja, dann ist es natürlich leicht. Dann ist es, ja. Ja. Welche Farbe jetzt? Safe schwarz. Beides, ja. Wow. Der eine hat einen Pearl-Effekt. 3 für 1, 10, 20. VPD, zwei ja. Fahrzeugwechsel. Check. Und der andere nicht. Und der andere nicht. Super. Der eine hat 2 Reifen und der andere 4. Ja. Ja, das ist ja gut. Okay, gut, dann mache ich es einfach. Der eine ist ein Super, der andere, na, guck mal. Mhm. Ein schwarzer Sugoi mit Pearl Effect und einer Akuma. Mhm. Ja,
Das will ich auch hoffen. Okay. Dann muss ich jetzt überall rumfahren und sobald ich einen schwarzen Sogol mit Perlefekt sehe, dann schreibe ich ihnen das Kennzeichen und sie schreiben ja oder nein. Ja. Gut, zum Glück gibt es nicht so viele Sogols. Nein? Ich glaube ganz schön viele, ne? Ach was. Finde ich gut. Mhm. Aber sind Sie denn jetzt gerade, das ist ja, jetzt müssen wir, das müssen Sie mir jetzt aber sagen, sind Sie mit dem Sogoi zur Arbeit gefahren? Das ist eine gute Frage. Weil das bringt mir ja nichts, wenn der bei der Arbeit steht. Sie wohnen nicht beim PD, oder? Also im PD. Nee. Gut. Muss man ja vorher fragen. Nun ist ja die Frage aller Fragen, bin ich mit dem Sogoi oder mit der Akuma hier? Ja, das ist ja die Frage gewesen. Wenn ich das eine Auto suche und das vom PD steht, bringt mir das ja nichts. Ja, das ist ja jetzt auch noch die Frage, wo ich wohne. Ja, das würde ja da, wo der Sogoi steht. Aber wenn Sie mit dem Sogoi zur Arbeit gefahren sind, jetzt bringt das ja nichts, wenn ich jetzt suche. Okay, ich bin mit der Akuma hier. Okay, also steht Ihr Sogoi zu Hause? Ja. Okay. Rebecca? Welches Kennzeichen hat der ein schwarzer Sogoi mit Perleffekt? Boah. Denkst du, ich kenne alle Kennzeichen von Sogois auswendig? Ich bin froh, wenn ich mir meine Kennzeichen merken kann. Ist mir das letzte Mal nämlich ins Auto gefahren, bräuchte ich mal von allen schwarzen Sogois mit Perleffekt. Ich meine, das muss ja im hinterlegt sein, bräuchte ich mal alle Kennzeichen. Genau. Schickst du dann eine Liste mit 40.000 Kennzeichen? Ja, dann schränken wir das ein, zugelassen auf, oh Gott, wie war der Name? Es geht aber viel einfacher. Fing mit I irgendwie an und hört mit Warnow auf, irgendwie sowas. Es geht viel einfacher, einfach zum PD gehen und eine Anzeige machen. Und dann? Dagegen ein Sogoi, der dir reingefahren ist. In dieser Millionenstadt, das bringt mir ja gar nichts. Wieso, dann kümmert sich das PD drum. Ja, zum Schluss kümmert sich Frau Ivanov drum und vertuscht das alles. Ja, super. Die sagt dann so auf die Art so, da gehen sie direkt wieder. Da versteckt sie. Brauchen sich nicht verstecken, Frau Ivanov. Ja, wer ist Frau Ivanov? Hä? Wer ist verrückt, Frau Ivanov? Ja, genau. Ja, Mensch. Ich habe ja heute nichts mehr zu tun. Nee? Nee. Ja, dann bewerben Sie sich. Beim PD anfangen, dann haben Sie immer was zu tun. Aber wieso bin ich jetzt wieder beim C? Dann hast du immer was zu tun. Aber ehrlich, Rebecca. Ja. Oh, fuck. Ja? Wir werden gestalkt. Oh. Bitte dreht um. Nein! Ja. Ich muss mich verstecken. Schon. Ja. Was ist los? Natürlich. Haben Sie einen Kaffee von dem Herrn angenommen? Nein, wir haben nichts von ihm angenommen. Nö. Das habe ich dir schon gesagt. Ich habe mir gerade eben hier was geholt. Wir haben einen Kaffee zusammen getrunken. Ja. Das war aber reiner Zufall. Ja. Mr. Summer? Ja, bitte. Seien Sie mal ehrlich zu mir.
ich gebe mein Bestes. Haben Sie den Damen Kaffee ausgegeben? Ihnen lieben das wär, nee, das wäre ja sowas wie eine Art Bestechung. Das wäre ja. Das geht ja gar nicht. Würde ich nie tun. Die wollten mich gerade hier festnehmen. Frau Ivanov wollte schon ihre Fesseln holen. Frau Ivanov? Ja. Was ist eine Begründung dafür? Hm? Haben Sie dafür eine Begründung? Sie wollte das machen. Sie hat gesagt, sie hat sich dazu genötigt, dass ich das mache. Frau Lewis. Nein. Frau Ivanov hat gesagt, ich kann auch die Fesseln rausholen. Sie hat mir gedroht, wenn ich das nicht mache, sagt sie das dir und der Leitstelle, dass ich nicht das mache, was sie sagt, so. Also, ich... Boah, wenn ich so eine Überzeugungskraft hätte, dann würde ich in einer Woche also das muss, übernehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich echt bedroht gefühlt. Ich freue mich wirklich, dass Sie zwei Herren jetzt gekommen sind, weil... Glauben Sie eben kein Wort. Das war echt knappe Kiste. Die haben mich hier in die Ecke gedrängt. Sie haben ja gesehen, die haben mir in die Kniekehlen geschlagen, damit ich in die Knie gehe. Und Frau Ivanov wollte die Fesseln rausholen. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Sie 2 Minuten später gekommen wären. Wirklich wahr. Sollen wir nochmal gehen? Ja, ich glaube, das wäre. Ich weiß nicht, ob das Beste. Ich weiß nicht. In 2 Minuten warten wir mal wieder. Ich glaube, wäre tatsächlich ziemlich gut, wenn jetzt jeder Kollege sich hier mal umdreht. Aha. Die Ohren zuhält. Bitte tun Sie das nicht. Die Ohren zuhält. Ja. Entspannen Sie sich. Ich bin ganz entspannt. Habe ich ihr auch gesagt und dann kam der Knüppel. Ja. Ich bin ganz entspannt, ganz entspannt. Soll ich es an die für Sie rufen? Nee. Ist hier keiner da. Machen alle schon um 23 Uhr Feierabend, hab ich das gehört. Was machen sie denn hier? Ja, belästigt werden, sehen ja, sie doch. Wo ist denn ihre bessere Hälfte, Mensch? Ja, die ist krank. Ja. Ja. Warum ist sie schon nicht angesteckt, oder wie? Nee. Siehst du mal. Ich werde hier wird nicht krank. Seine Frau wird direkt von mir ersetzt. Sie oder Haarfarbe. Die holen. Ist meine Frau einmal nicht da, muss ich hier direkt fürchten, dass ich von ihm gefesselt werde. Nicht mal verhaftet, sondern gefesselt. Ich wollte mir noch nicht mal meine Rechte vorlesen. Oje. Was? Hm? Ich wollte gar nichts. Direkt, die noch nicht mal Handschellen, ne? Nein, ich wollte gar nichts machen. Die wollte fesseln. Das ist wieder was anderes. Achso, die wollte Seile holen, oder wie? Ja, Bondage, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe keine Seile bei mir. Danke, shit. Kabelbinder, was weiß ich. Ja, Kabelbinder kommt tatsächlich zu. Warte mal, vielleicht sind ja... Warte mal, ich glaube... Ja. Sollten Sie bei Ihrer Frau nicht probieren. Was, hier ist ein Kabelbinder! Wollen Sie nicht machen. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe Kabelbinder gefunden. Nicht Ihr Ernst. Frau Kollegin, legen Sie dem Herrn Kabelbinder an. Ja, fängt's an. Ich habe die gerade bezahlt. 54, ich kann noch Ihnen vertrauen hier, glaube ich. Ja, klar. Logisch, immer. Ja, ich hab Ihnen sogar Trinkgeld gegeben. $50 liegt da. Ich bin ja das Opfer. Ja, klar, du natürlich. Ja, na klar. Na klar. Tragen Sie die Uniform. Ich muss es mit solchen Arbeitskollegen aushalten, den ganzen Tag. Ey, wissen Gott. Sie, Herr Sommer, wissen Sie, was hier verkehrt ist? Sie sind umzingelt von einem PD. Wir sind umstellt. Ja, vor allen Dingen, jetzt mal ehrlich, ne? Wenn jetzt Loki kommt, ne? Was soll die denn denken? Ja. Dass sie bestellt sind, habe ich doch gerade gesagt. Dass ich bestellt bin? Nee, umstellt. Umstellt. Achso, soll ich dann... Achso, nee, das war woanders. Nee, sorry. Das war woanders. Ich hab gedacht. Arbeiten Sie noch woanders? Wie meinen Sie das jetzt? Er ist 100% ein Stripper. Also ein guter Tänzer. Jetzt aber mal was anderes. Geht das PD überhaupt ins Unicorn? Was ist denn das Unicorn? Das PD nicht, nein. Also die Damen und Herren, die beschäftigt sind beim Los Santos PD Police Department, wollte ich sagen, aber das ist egal, Sie wissen, was ich meine. Das Gleiche, aber ja. Weiter. Ja, ich weiß, aber das hätte sich dramatischer angehört. Ich versuch's nochmal, okay? Okay, gehen die Herren und die Damen, die angestellt sind bei Los Santos Police Department, außerhalb ihres Dienstes. Jetzt haben Sie mich schon wieder rausgebracht. Fangen Sie es nochmal von vorne an, weil Sie haben nicht beim gesagt. Beim? Sie müssen beim sagen und nicht bei. Sind jetzt hier Sprachkurs oder was? Ja. Sprachen lernen Bubbles, okay, verstehe. Grammatikprozess. Okay. Also nochmal, gehen die Herren und die Damen
vom Los Santos Police Department außerhalb ihres Dienstes auch mal gelegentlich in das Vanilla Unicorn? Nö, ich nicht. Was ist das Vanilla Unicorn? Ich wiederhole die Frage nochmal. Das ist Strip-Club. Das ist eine Tanzlocation für spärlich bekleidete Damen. Ich habe gedacht, sie hätten jetzt gesagt Etablissement. Nee. Das wäre ein Knaller gewesen. Ja, richtig. Das also hat keiner kommen sehen. Ich muss jetzt mal was trinken hier, bevor hier jemand umkippt. Ne? Ich habe da jetzt einen ganz trockenen Mund gekriegt und bin froh, dass sie da sind, weil wenn ich jetzt gefesselt gewesen wäre, dann wäre es mit dem Trinken schwierig, richtig? Dann wäre das mit dem Trinken. Ja, dann hätte Frau Ivanov mich. Oh mein Gott. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Nee, wie nennt man das? Ist ja nicht füttern. Das ist ja dann. Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, die hat mir noch keiner beantworten können. Das ist ja dann trinkieren oder was? Tränken. Ertränken. Sie soll mich nicht. Nee, bin ich ein Pferd oder was? Waterboarden. Tränk die Pferde. Es gibt auch ein Wort dafür, wenn man genug gegessen hat, dann ist man satt. Aber wenn man genug getrunken hat, was ist man dann? Dann ist man Sid. Das stimmt aber wirklich, habe ich mal gehört. Ja, natürlich. Ja, denken Sie, ich bin dumm oder was? Ich bin rothaarig, hallo? Das hat sie gesagt. Tja. Moment. Was? Ja, genau, siehst du? Wenn man genug gegessen hat, der braunhaarige, ist man satt. Der dunkelhaarige, wenn man genug getrunken hat, ist man sitt. Nein. Dunkelhaarig. Die haben mich braunhaarig genannt. Entschuldigen Sie. Können Sie das beweisen? Ja, ich habe drei Kollegen hier stehen. Frau Ivanov, was habe ich gesagt? Ich enthalte mich. Nee, sind Sie mal nicht Rebecca, so. Vielleicht hat er eine Schwarz-Braun-Schwäche. Das stimmt, ja. Wenn wir jetzt da drauf rumhacken. Ich meine, bei dieser komischen Haarfarbe da oben kann ich das verstehen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Jetzt haben Sie mal in den Spiegel geschaut? Ah, nee, der geht ja immer kaputt, wenn Sie reingucken. Ich weiß, deswegen. Kann ich ja nicht in den. Beamtenbeleidigung, ja. Was? Wieso? Ah, okay. Wenn man Tatsachen aufzählt? Aha. Ah, noch Beamtenbeleidigung? Okay. Erst einmal. Aber wissen Sie, was die geilste Beleidigung ist? Ich fand die so cool, als ich die das erste Mal gehört habe. Okay, ich sage Ihnen zwei. Eins sind beide gegen Frauen, da kann ich jetzt leider nichts dafür. Aber wenn Sie jemanden sehen, der, sage ich mal, gefühlt in den Schminkkasten gefallen ist, ne? Ja. Und Sie von der Dame dann irgendwie gemobbt werden, dann können Sie einfach sagen so, ja, dann gebe ich auch mal einen Tipp, zum Schminken sollte man einen Spiegel benutzen. Das wäre der erste. Und das geht jetzt eher an die Herren, nicht an die Damen, weil die Damen haben damit wahrscheinlich eher weniger Probleme. Aber wenn die Herren mal einen Korb kriegen, ne, von der Dame. Passiert ja nicht, aber ja. Ja, stimmt, sie stehen auf dem. Nee. Wenn sie einen Korb kriegen, das geht auch andersrum. Das geht auch bei Herren, Angst. Tief durchatmen. Dann, wenn sie da einen Korb kriegen, dann müssen sie sich einfach wegdrehen von der jeweiligen Person. Und müssen einfach sagen, hey, scheiße, ich krieg noch nicht mal die hässlichen. Oh. Dann haben sie quasi. Das ist aber nicht sehr ehrenhaft. Man sollte das mit Ehre einstecken, wenn man von einer Frau abgelehnt wird. Ja, natürlich. Ach so. Aber wenn eine Frau abgelehnt wird, dann steckt man das nicht mit Ehre weg, oder wie? Oh, jetzt werden wir überfallen. Ach nee, wir werden nicht überfallen, sie sind Kopf. Wer wird überfallen? Wer möchte überfallen? Das wäre schon sehr mutig, wenn ich. Ja, jetzt kommen die gleich. Benderau, gib mir deine Schuhe. Benderau, komm. Sehen nicht aus, als hätten die Maskierung auf, alles cool. Nee, okay, dann geht's ja. Na, wundern sich gleich nur, warum hier vier Cops drinstehen. Das ist das neue PD. Jetzt stehen sie auf! Hören Sie auf, mich zu schlagen! Ich hab noch nichts gemacht! Hören Sie auf! Das LMPD? Bitte hören Sie auf! Okay. Glauben Sie dem nix? Rufen Sie die. Oh mein Gott! Ja, Audi. Ja, hallo! Einfach von den Verrückten weg. Audi. Dann kommt so nachgedackelt. Wie geht's Ihnen? Ja. Oh, und auf einmal ist die Show vorbei, aber. Ja, zum Glück sind sie gekommen, mein Gott. Also, ganz ehrlich, die sind verrückt. Nein, laufen sie doch nicht weg, sie sind quasi mal. Sie verstecken sich hinter mir? Ja, hinter ihnen beiden. Oh, mein, sehen Sie, die Rothaarige, die dreht völlig durch. Die wollten mich vorhin schon fesseln.
Nicht Handschellen anlegen, Fesseln, das muss ich mal vorstellen. Also, ja, also da werde ich gerne zuschauen und die Show genießen, um ehrlich zu sein. Was ist denn das jetzt? Okay. Das, also... Ja, könnte also interessant werden. Okay. Und du dachtest, das ist deine Rettung. Ja, ich schwöre es dir, egal auf wen ich baue, alle lassen mich im Stich hier. Ja, vielleicht meint sie es ja gar nicht böse, sondern... Nee, das glaube ich auch nicht, ich aber trotzdem, liebevoll, selbst das... ja, genau, liebevoll. Also ich möchte sie sich nur vor sich selbst schützen. Deswegen fesselt sie mich? Ja. Soll sie sich doch selber schützen? Ja. Ja, aber macht aber keinen Spaß, dass ich sie fesselt. Wenn die Dame sie vor sich beschützen möchte, dann macht es doch keinen Sinn, sich selbst zu fesseln, hä? Ja, natürlich, weil wenn sie mich fesselt, da kann ich mich ja gar nicht mehr wehren. Dann bin ich ihr komplett wehrlos ausgeliefert. Rebecca, jetzt sag doch auch mal was. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich halte mich da raus. So, und Sie wollten jetzt hier einkaufen gehen? Ja, ich finde das aber ganz interessant hier jetzt gerade. Okay. Ja, sowas habe ich jetzt zur Abendstunde ehrlich gesagt nicht mehr erwartet. Ja, sehen Sie mal. Ja. Dürfte ich kurz Ihren Namen erfahren? Nein. Von wem jetzt? Von der Polizei oder ja, von uns? Die Polizei sagt sowieso nichts. Das ist mit Nummern kann ich nicht. Sagen Sie ihm nichts. Nicht so nicht Ihren Anwalt. Richtig. Nein, mein Namen kann ich Ihnen gerne sagen. Alles, mein Name ist Aiden. Kann und wird gegen Sie verwendet. Aiden Rockford. Mein Gott, der Mann hat aber auch eine Stimme, die ist ja basslastiger als... Ich hab gedacht, ich flieg gleich weg, ey. Wahnsinn. Ja, ich bin Elvira. Elvira? Mhm. Sind Sie neu auf der Insel? Ich bin seit 2 Wochen da. Yes, ich wusste es. Ach, Sie sind's! Ja, natürlich ist sie das! Mein Gott, sieht man doch! Ja, ich glaube, sie kenne ich auch. Moment, ich hab's mir, glaube ich, notiert. Aber Sie sind schon länger hier. Ernsthaft jetzt? Der Herr. Wer ist schon länger da? Ja. Ja. Okay. Nein. Ich bin Samstag eingereist. Samstag eingereist? Ja, jawohl. Ich hab's wieder durch die Frisur. Ja, das ist schwierig. Okay. Ja, aber ich arbeite ja auch im La Catrina. Da ist das ja normal, dass man mal die Farbe und... Ja, die Haare wechseln. Mhm. Oh, schön. Oh, mein Gott. Ich habe mir sogar ihre PD-Nummer notiert, ne? Ja, Mensch. Ja, das mache ich jetzt, seitdem ich hier bin auch. Ja, so eine besser ist das. Gute Angewohnheit. Können Sie direkt zum Anwalt gehen. Ja, ja, so, ich muss mich ja eben noch beim PD beschweren. Oh, was wurde angestellt? Moment. PD-39 wollte mir nicht seine Nummer geben. Genau. Oh, fuck. Das war aber mehr Spaß. Das war nach einem Überfall. Ja. Wait, Moment. Ja, okay. Die 39 hat sie überfallen? Der Kontext nein, ist nein, nein, nein. Die Dame hat den Herrn überfallen. Nein, geben Sie nein, mir nein, alle Geld und Ihre Telefonnummer. Ich bin die heiße Diebin. Na, egal. Ich glaube, wenn überhaupt, dann haben die beiden wahrscheinlich treffen oder nicht. Also, eher so, oder? Naja, der Überfall war ja da unten beim Brillenladen. Und da wurde eine Verkäuferin umgehauen mit einem Baseballschläger und danach war er da für die Zeugenaufnahme. Und heute, keine Ahnung, wer heute bei dem Überfall da war, aber heute wurde ich auch wieder vernommen, weil bei uns im La Catrina ein Überfall war. Ach Mensch, was ist denn? Warum hat denn so viel Pech? Ich weiß es nicht. Also in letzter Zeit ist schon was los. Ja, fragen Sie mich mal. Ich bin einen Tag hier und werde überfallen. Ja, fragen Sie mich mal. Ich war einen Tag hier und habe direkt gebrannt. Aber lassen Sie nicht drüber reden. Oh, okay. Ich war direkt Feuer und Flamme für die Insel. Ja, man merkt schon. Mhm. Hast du da noch eine Glatze? Woher, der hast jetzt auf einmal? Was ist denn jetzt auf einmal? Die Haare rot. Achso, ja. Glühen immer noch. Nein, das ist jetzt mal ohne Spaß, gell? Das war der erste Abend, gell? Ich hab leicht gekokelt. Leicht. So an den Waden, so, ne? War so nah am Feuer, ein bisschen leicht gekokelt, klar, bin ins Wasser gerannt, weil Feuer und Wasser, ne? Erst ein Spruch von einem, der mit eingereist ist, so: Ja, aber ins Meer gehen ist nicht gut, ne? Weil das ist Salzwasser. Da hab ich gesagt, so, das ist mir scheißegal, ich hab gebrannt. Na, aber gekokelt ist ja nicht gleich gebrannt. Das ist ja ein bisschen übertrieben erzählt, oder? Ja, manche sagen so, manche sagen so. Er erzählt das sehr gerne blumig, verstehen Sie? Nein, also ich stand quasi, ich hab den Burning Man gemacht quasi, ne? Ich hab gebrannt ohne Ende. Und dann
habe ich mich quasi selbst gerettet, indem ich ins Meer gesprungen bin und bin dann wieder raus und die Art haben sich weh, alles gut und so. Und die so, oh, wir müssen direkt wie die das MD rufen. Ich so, nein, hör doch auf. Und dann direkt so, ja, das BD rufen. Ja, aber die helfen ja nicht unbedingt, ne? Ja, das BD sowieso nicht, aber das MD. Nee, das MD meinte ich. Wie bitte? Sie unterbrechen mich in meiner Geschichte. Ich bin gerade mit dem Knüppel. Ich bin gerade in meinem. ich bin gerade in meinem Flow drin. Ja. Oh, Ivanov! Ich möchte deinen Flow nicht unterbrechen, aber ich habe ein Riesenloch am Magen. Soll ich ihm was zu essen geben? Ja, ich wollte mir ja gerade was kaufen. Ja, aber können auch etwas von deinem Polizisten zum Beispiel auch machen. Nee, jetzt nicht seinen Flow unterbrechen, das, weil sie also, Hunger haben. Also von dem Kopf würde ich jetzt nichts nehmen. Ich gebe ihm. Dankeschön. So, ach, ich glaube, dem Herr Silver kannst du trauen. Den glaube ich auch. Ja, bei dem Namen weiß ich ja nicht. So. Was? Jetzt, warte mal, Moment, warum? Hier, wir können uns eh nicht entscheiden, beim Du oder Sie, ne? Noch was Kleines zum Nachspielen. So, also. Ja, das ist immer schwierig. Auf jeden Fall. So. Ja. Oh ja, stimmt. So, und dann, auf jeden Fall haben die dann das MD gerufen. Und dann kam auch so ein charmanter junger Mann mit blauen Haaren und kam da Baywatch-mäßig angerannt. Oh. Und kam zu mir und hat gesagt, ist alles okay? Ich so, ja, ein bisschen gekokelt. Der so, ja, ziehen Sie die Hose aus. Ich so, hey, nicht vor dem ersten Date. So. Okay, dann habe ich quasi mich entblößt vor ihm. Aha. Ja, und er hat mich dann einge... Das hört sich jetzt... Ja, das... Ja, ja, er hat mich... Er hat da... wie heißt das? Irgend so eine Salbe da drauf. Ja, weiß Ihre Frau davon? Nee, da war sie noch nicht da. So, und... Ich muss auch mit der Dame sprechen. Ja, muss ich auch mal. Nee, besser nicht. Ja, doch. So, und dann auf jeden Fall... Wo er fertig war, kommt der an und sagt $45. Er oder sie? Er, es war ein. Haben Sie mir nicht. Sag mal. Haben Sie mir nicht zugehört? Nein. Sehen Sie so, aber das hört nur halbherzig zu. So, ich sag, da kam ein blauhaariger Typ angerannt. Er so, ja, okay, die war eine Dame oder? Das war blond. Ja, genau. Also zusammengefasst. Nein, das Sie haben $45 bezahlt, um sich eincremen zu lassen. Ich. Ohne Scheiß. Ich. Ne? Wissen Sie Bescheid, ne? Ich hab dann gesagt, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Der so, doch, wir, das ist hier so und so. Ich so, ja, ich bin erst einen Tag hier und ich brenne und darf jetzt dafür bezahlen, oder? Wie, korrekt. Wie? Und die so, das ist hier Regelung. Ja, willkommen in Amerika. Genau. Ja, genau, so. Und dann habe ich den, der das MD gerufen hat, die 45 Stelle wieder abgezogen. Okay. Nett. Ja, der hat ja gerufen, das ist ja quasi sein Fehler, nicht meine. Ja, ich meine, Sie waren ja, entschuldigen Sie mir die Ausdrucksweise, aber so blöd ins Feuer reinzutreten. Also. Nee, das stimmt nämlich nicht, weil das Feuer kam immer näher zu mir. Ich hatte gar nichts zu tun. Ich hab da ganz klar, wer kennt's nicht, dieses gefährliche Feuer, was immer einfach auf Sie zuläuft und dann um die Beine herum schlawenzelt. Reden wir immer noch über Feuer oder über Frau Ivanov? Ich hab jetzt den Faden jetzt gerade verloren. Also irgendwann kann ich es auch nicht mehr retten, das wisst ihr. Jetzt bin ich aber zur Seite hier. Nein, das war doch, das ist doch. Ich meinte nicht Sie, Frau Ivanov. Ich dachte, Frau Ivanov hat weiße Haare. Nee, das ist die andere Ivanov, das ist die nette. Das ist kompliziert. Okay. Oh, Ivanov, was sollen denn die Leute von Ihnen denken, Mensch? Das die Frau. Ich meine, mich kennen die Leute nicht. Mich werden die wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Oh, außer wenn sie auf die große Leinwand gucken. Aber ansonsten werden die mich nie wiedersehen. Welche große Leinwand? Wenn sie im Stadtpark. Genau. Stadtpark, ja. Vom Stadtpark zum Richtung PD fahren. Wieso? Weil der Herr da hängt. Abgedrückt. Hängt? Nee, hängt mich da noch nicht. Aber warum? Ja, das würde ich mich auch fragen, warum. Warum hängen sie da an einem Plakat? Abgehalten. Das soll ich Ihnen nicht sagen. Ja, ich würde das schon jetzt gern wissen, wenn man das so anteasert. Ja, weil das kann. Wenn ich mich vorstellen darf, Sam Summer, Sie werden noch viel von mir hören. Ich bin der Meisteridiot hier, keine Ahnung. Weil ich es kann. Sam Summer? Hm. Irgendwie sagt mir der Name was. Okay, warum kam jetzt kein Alert? Sie arbeiten beim Danke für den Follow. Ja, Sie haben auch beim La Katrina gearbeitet, ne? Ja, lassen Sie nicht drüber reden. Okay.
dann immer? Na? Das klingt interessant. Was klingt interessant? Ja, lass nicht drüber reden. Nee, ja, lass nicht drüber reden, da frage ich auch am besten gar nicht nach. Nee, MacGyver, na da hoch, ich bin unschuldig, ich bin neu drin, ja, ich weiß ja, gar nicht. Ja, ja, genau, ja, besser ist das auch. Ich bin auch so unschuldig. Ja. Ja, ich glaube das. Ja, na klar. Die wollten mich mal über den Kübel und den Dänen, ja, okay. Ich sag ja schon nichts, Frau Ivanov, ist ja okay. Stimmt, ihre Kollegen sind hier, die dürfen das nicht wissen. Das klingt irgendwie so, als ob da mal was liegt. Das klang jetzt ganz falsch, glaube ich. Kollegen, ja? Ihr habt nie was gesehen, okay? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Rebecca. Ja. Sag dich einfach. Eine peinliche Stille. Ich will jetzt nichts Böses machen, ja? Ich will, dass nur sie das bekommen. Okay? Bitte? Hier, bitteschön. Mensch, also Frau Ivanov, die Dame ist neu hier. Das ist doch sowas Unhöfliches. Ach, keine Sorge, ich fühle mich nicht angesprochen. Und so arbeitet das PI hier. Ja, finde ich super, finde es witzig. Hey, aus, und alle in einen Topf. Achso, nee, Entschuldigung. Also, so arbeitet das PI, außer Rebecca natürlich. Luna Mark, danke. Also, die Dame neben mir ist Rebecca. Check, Letsche Länder. Aber die dürfen sie so nicht nennen. Für sie ist das PI Nummer 18. Das wusste Nummer ich natürlich. 18. Na, haben Sie meine PD-Nummer gemerkt? Ihre PD-Nummer natürlich, PD 96. Genau. Ja, bei 69 schon vergeben war. Ja, 96 ist die neue, ist 69. Moment. Ja, hier kommen Sie. Status Standort, komm. 1020, Lohne Marke, Community Policing, komm. Check, Letzte Länder. Jetzt habe ich auch einiges los, Rittner. Ja, Mensch. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, ebenso. Da möchte jemand mal diese peinliche Begegnung beenden? Nee, die peinliche Stille. Was denn für eine peinliche? Da hört man mal eine Stille, Sekunde auf, ja, zu Stille reden. Stille wird erst peinlich, wenn es jemand sagt, dass es peinlich ist. Sonst ist es einfach eine angenehme Stille. Ich hab's verkackt. Ja, das ist richtig. Aber sie sind jetzt quasi, seit zwei Wochen hier. Ihr könnt uns nicht überfallen, hier sind Cops. Fahren Sie bitte weiter. Ja, bitte, ich habe keine Lust mehr darauf heute. Die Dame wurde gestern überfallen. Okay, sie kann noch. Nee. Was ist das denn? Hola. Hallo. Hola. Kann man hier gerade ganz normal einkaufen gehen? Oder ist jo. Nee, ich wollte gerade den Laden knacken und dann kamen die Cops und wollten mich festnehmen. Und dann kamen, das sind meine zwei Anwälte. Warte, ich habe deinen Namen vergessen. Nein? War das gerade ein Geständnis? Sören. Sören. Hä? Mensch. Sören. Sören. Ach, du auch, ne? Ja, Mensch, Sören. Sag mal, du hast doch auch so einen ganz komischen Nachnamen, gell? Müllberg. Ja, genau. Immer. Nee, Wie nochmal? Dürberg. Wir haben uns, glaube ich, im Bunker getroffen. Dürberg? Nicht nur im Bunker, auch in auf der Hochzeit unten am Pier. Ja, genau. Ja. Ach, da habe ich Sie ja gesehen, Herr Sommer. Ja. Wie bitte, Frau Ivanov, was sagen Sie? Dass Sie da unten am Pier waren. Ja, Hochzeit. Ja, Termine. Ja, natürlich. Ja, und die Uhrzeit, die, ja klar. Ja, gibt ja auch private Termine, ne? Ja, stimmt, Drogen verkaufen sich besser im Dunkeln. Okay, auf jeden Fall. Moment! Bitte? Halt, stopp. Ja, ja. Halt, stopp. Das Kinderzimmer ist sauber. So. Frau Ivanov, was haben Sie gesagt? Ich habe Sie immer noch nicht verstanden. Ja, ich habe Sie da unten am Pier gesehen. Bei der Hochzeit. Bei der Hochzeit? Am Pier? Mhm. Wieso weiß jeder, dass ich da war, obwohl ich gar nicht da war? Ich habe sie gesehen. An welchem Pier denn? Wann denn? Welche Hochzeit? Ich habe das Gefühl, jeder war bei der Hochzeit, außer ich. Nee, ich war auch nicht da. Ich auch nicht. Ach so, ja, deswegen, okay, ich weiß gar nicht, um welche Hochzeit es geht. Ich sehe sie überall. Ja, auch wenn ich nicht da bin, ist schon klar. Auch in ihren Träumen. Nee, da nicht. Hm. Ja, stimmt, sie haben nur Albträume, keine Schönheit. Der Herr mit dem Cowboyhut, ja? Jawohl. Wie lange sind Sie eigentlich schon auf dieser Insel? Weil seit diese Samstag, Stimme, Samstag. Ich habe nicht zugehört. Ich habe nicht zugehört. Ja, natürlich, weil Sie beim PD arbeiten. Mein Gott. Samstag. Das ist ja kein Problem, man kann das ja auch nochmal wiederholen. Wo wollen Sie denn später arbeiten? Nicht beim PD. Nicht beim PD tatsächlich.
Wieso? London? Ich hatte eher gedacht ans Fire Department. Oh, tatsächlich würde ich sie so in einer SD-Uniform sehen. Oh ja, ich auch. Als Sheriff. Ich auch. Gesagt. Ich würde als Sheriff sehen, aber okay. Na dann, schön auch. Im Unicorn. Ja, ciao. Guten Abend. Im Unicorn? Ja, natürlich. Nein. Kann er ja zwei Stelle machen, aber... Ja, Stimme, da vibrieren alle Frauen. Ja, aber ein Unicorn darf er ja nicht reden, da muss er ja nur tanzen. Nein, da muss man. Wenn, tun. Dann tanzt er ja nur für mich. Das haben wir heute so ausgemacht. Ah, okay. Achso, sie sind ein Paar. Nein. Ja, das ist ja Wunder. Achso, das ist Freundschaft minus, oder wie jetzt? Aber vorhin war ein Pedila mit uns kurz am Spazieren und. Wie hat man den gemacht? Muskera. Nein. Masker? Muskera? Marquez. Marquez, ja. Marquez, genau. Ja, ja, der hat seine Flipsflops. Oder wie hat er die genannt? Blitzflots oder so hatte der. Blitzflots. Ja. Hat er gezeigt. Ja. Okay. Und jedes Mal, wenn er Cowboy gesagt hat, hat sich das angehört wie Callboy. Ah. Ja, bei der Stimme kein Unterschied. Und dann, haben wir halt gesagt, gut, ich bin nur ihr persönlicher Callboy. Ah, verstehe. Also haben sie sich quasi selber in die Freundschaft minus reingedrängt. Freundschaft minus? Ja. Das ist Freundschaft mit gewissen Nachteilen. Meinen Sie? Also quasi. Das verstehe ich nicht. Also das ist quasi. Sie sind. Der Mann dreht sich um. Sie sind nicht zusammen, aber sie dürfen auch mit niemand anderem was machen. Also nur die Nachteile. Das wurde nicht gesagt. Andere Leute würden auch sagen, die Arschkarte gezogen. Wie, das haben sie nicht gesagt. Also da wir doch mit anderen was haben. Na, wir sind, wie gesagt, nicht zusammen. Ja, aber er darf nur für sie tanzen. Aber, achso, er darf nur für sie tanzen. Jetzt drängt die Herrschaft noch nicht so in Richtung. Was? Tanzen ist ja nicht gleich was ab. Ich würde niemanden irgendwo hindrücken. Thema zurück zum SD. Ja, genau. Ganz ehrlich, ich würde den Herrn da echt sehen. Ja, aber wo denn? Ich auch. Und hören. Ich dachte, sie nehmen bei PD und SD SD. PD und SD nehmen sie keine neuen an. Was? Ja. Nee. Ja, das hat man mir so erzählt, weil wer hat das denn erzählt? Ja, da ist jemand mit mir eingereist vor 2 Wochen, der hat sich auch vorgestellt und da hat man gesagt, er ist noch zu neu, er muss erstmal ankommen und so und ja. Ach so, man darf nicht direkt, wenn man neu auf der Insel ist, beim PD anfangen, wenn man Geburtskunde nicht kennt und sowas. Das ist ja, ein bisschen Zeit sollte man sich schon lassen. Das sind alles alte Kamellen. Wenn sie genug Informationen haben fürs PD, dann kommen sie da ganz leicht rein. Das ist also easy peasy. Also der Herr zu ihrer Linken kommt da wahrscheinlich nicht mehr rein, aber... Ja, der Zug ist abgefahren. Die Akte zu groß. Mensch, scheiße. Dein Traumjob einfach vorbei. Frau Ivanov, ich hab's probiert, ne? Aber was soll's? Nee, ja, was soll ich sagen? Ich bin auch einer von den alten Hasen und der alte Hase ist ins PD reingekommen. Also so alt sind wir nicht. Wann bist du eingereist? Letztes Jahr im Januar. Also, was? Du bist im gleichen... Moment. Wann? Am gleichen Flieger noch. Mein Gott, im Januar, hört... Doch halt doch jetzt mal jetzt. Muss ich wirklich überlegen. 22. oder 23.? Ich muss das herausfinden? Ich muss gleich mal im System nachschauen, wann ich eingereicht bin. Genau. System. Weil es kann sein, dass du dann tatsächlich mit entweder einen Flieger davor oder einen Flieger nach mir genommen hast. Warte mal, ich schau mal. Das kannst du doch nicht sehen. Oder? Doch. Vielleicht wart ihr auch in anderen Fliegern. Genau. Ah, 1.21. Und bei mir? Was steht da? Dass ich Haare mache und Haare und so. Moment, was da drin stehen muss. Ja? Ja. Also Motivationsschreiben muss da rein, logischerweise.
Ich bin immer motiviert. Und ein Lebenslauf sozusagen kennt davon. Nicht in dem Motivationsschreiben eingebunden. Sie haben sich ja auch beworben. Können Sie mir das mal von Ihnen schicken? Ich mache Copy-Paste, schreibe meinen Namen rein und dann klappt das schon. Nee. Abschreiben ist nicht. Das ist bestimmt so ein Streber. Setzen 6. PD 54. Sie haben sich doch beworben jetzt vor kurzem. Sagen Sie nichts ohne Ihren Anwalt. Sie sind ja noch Rekrut. Richtig. Ja. Sie wurden ja genommen, wie man sieht. Ich meine, offenbar. Ja, natürlich. Also Sie sind ja auch ein Moment, wer ist das eigentlich hier? Ein Funsk. Ja, PD 54, mein Gott. Ist klar. So, Sie, könnten Sie mir per Venture mal ein Dokument zukommen lassen? Ne? Was Sie an eine Behörde geschickt haben, wo Sie gerne tätig gewesen wären und jetzt leider sind? Nee. Fällt unser interner, schon, tut mir leid. Ja, ist schwierig. Das, nee, das ist kein interner, wenn ihr mir das von seinem Privataccount schickt. Ach doch. Nee. Natürlich. Nein. Was ein Quatsch. Doch. Wollen wir jetzt über. Was glauben Sie? Kennen Sie sich besser mit Gesetzen aus oder ich? Das ist mir egal, ich hab recht. Das glaube ich nicht. Nur weil Sie einen Taser haben. Das ist richtig. Ja, dann fangen Sie mal an zu tasern. Tatsächlich ist aber sein Bewerbungsschreiben nicht interner. Ha! Ist richtig. Das ist mir schon bewusst, du Nase. Achso, Entschuldigung. Oh, ich weiß aber tatsächlich nicht mal, ob ich es noch habe. Rebecca, danke. Auf dich ist Verlass. Also, ah, ich habe gehört, diese Bank sieht ziemlich gemütlich aus, ne? Ja, ich glaube, ihr dreht euch mal gleich alle um und dann, wenn da vielleicht mal ein kurzes Aufschreien, so wie so ein Mädchen. Wollen Sie mich schon wieder irgendwo drüber legen und mit Ihrem Taser penetrieren? Nein. Nein. Darf ich zugucken? Ja. Ja, bitte. Ja, cool. Die parken eine Einfahrt zu. Ich weiß, ich habe mal gedacht, wann fällt es irgendjemanden auf, aber es sagt ja keiner was. Warte mal, kann man Flywheel jetzt noch erreichen? Ja. Versuchen Sie doch. Wir sind vorhin an Abschlepper vorbeigefahren. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, wenn sie wirklich mal angekommen sind und so, dann überlegen sie es da einfach mal. Ja. Ist kein Hexenwerk. Ich denke, sie könnten da tatsächlich ziemlich aufgehen. Ja, ich habe ein bisschen Bedenken wegen den ganzen Gesetzen und so weiter. Ach, das ging's ja. Wir wollen ja kein Anwalt werden. Ein. Ja. Nee, Anwalt möchte ich nicht werden, nee. Ja, also dementsprechend, das kriegen sie hin. Also im Anzug sehe ich mich nicht. Nö, aber so. Sheriff-Uniform könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich auch. Sucht man denn einen Sheriff? Sie so, suchen immer. Kleiner Schulungszweck. Was habe ich gerade falsch gemacht? Gewendet. Durchgezogene Linien. Das ist korrekt. Mr. Summer. Gut, dass Sie aufgepasst haben. Und das mit dem Polizist. Hör mal. Das vor vier Polizisten. Ja, leider habe ich es nicht richtig gesehen. Ich habe es nur gehört. Sie haben gehört, dass ich durch eine. Ich habe gehört, dass sie nicht bis nach hinten gefahren sind. Ja. Das ist. Sind mal geschulte Ohren, ne? Das ist ein Hybridauto, das haben sie gar nicht. Das können sie gar nicht. Ja. Machen Sie mal an. Das ist doch kein Hybrid. Machen Sie mal an. Das ist. Machen Sie doch mal an. Ja, was soll ich denn anmachen? Ja, Motor. Jetzt sag ich. Anmachen! Schlüssel drehen! Nein, Schlüssel drehen! Nicht das Licht anmachen! Machen Sie mal Fernlicht an! Ja, wo ist denn das Fernlicht? Ach, verdammt! Na, jetzt machen Sie mal den Motor an! Mein Motor fahren! Soll ich mal gucken beim Auspuff? Ja, nicht, dass Ihnen jetzt gleich die Mitte weghaut. Aha! Ja, aber kommt da nichts aus dem Auspuff raus, Mensch. Ja, sag ich doch, Hybrid. Ja, mach es aber richtig an jetzt hier. Drück es noch auf Gas. Ah. Ja, Hybrid. Aber guter Versuch. Boah, gleich ist Ihre Batterie leer. Ja, ist nicht so schlimm, ich kaufe mir eine neue. Ja, dann möchte ich aber auch sehen, dass Sie nach Hause laufen. Doppel-A-Batterie. Oh, schön. Einfach schön. Einfach herrlich. Oh. Nein, aber ich werde mir das auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen. Ja, warum denn nicht? Machen Sie es nicht.
Na, wer weiß, der Verdienst ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das kann man so jetzt nicht. Haben Sie mal, gucken Sie mal darüber, ne? Mit sowas fahren die den ganzen Tag. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe vom Herr Silber das Auto gesehen und das war sehr schick. Okay, und aber ich darf damit übrigens noch fahren. Ja. Ja, an dem sollte man sich kein Beispiel nehmen. Ja, was? Der hat vorher mit Drogen gedealt und sowas, deswegen, daher hat er sein Reichtum. Möchten Sie vielleicht diese Aussage noch einmal widerrufen oder ein bisschen so überdenken? Ach so, ja, nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Das war Mann, natürlich, Alter. Das war natürlich gelogen. Ich dachte, das war an mich gerichtet wegen dem Fahren. Wegen dem Fahren? Was? Ja, Sie haben gesagt, ich darf mit Ihrem Auto fahren. Was? Ja, natürlich, wenn Sie einen Führerschein haben, darfst du mit dem Auto fahren, klar. Ja, na klar, habe ich einen Führerschein. Doch gerade mit dem Auto, also, oh Mensch, ohne Scheiß, wie haben Sie es denn zum PD geschafft? Sie kriegen ja gar nichts mit. Ja, er hat vielleicht nicht mitgekriegt, wer auf der Fahrertür ausgestiegen ist. Ja, wenn der Herr erst seit Samstag da ist, wird er den Führerschein bestimmt schon haben. Ja, kann auch sein. Haben Sie den Führerschein schon? Nein. Oh, das kam jetzt unerwartet. Es hätte trotzdem sein können. Ach, ja, das MD ist schuld, sonst hätte ich den jetzt Dienstag bekommen. Ja. Sehen Sie? Ja, weil ständig das Dingens ausfällt. Wie heißt das? Erste Hilfe. Oh Gott, ja. Ja, sonst wäre er heute beim Erste Hilfe Kurs gewesen. Brauchen Sie Erste Hilfe Kurs, ja? Das können wir hier schnell machen. Den braucht man ja für den. Ich organisiere ihn da was. Kein Problem. Ich steig den da aufs Dach. Ja, wirklich? Ja, mach ich. Steig den aufs Dach. Ja, meine Nummer, ne? Das wäre echt super, wenn Sie da was hinkriegen würden. Ich habe ihm nämlich schon die Termine für den Führerschein besorgt. Ja, Mensch. Wann hat er die? Morgen hat er Theorie um 19 Uhr. Und dann eigentlich Dienstag dann, ja, den, praktischen Teil. Den praktischen, genau. Ja, ich werd morgen mal jemanden anrufen, vielleicht. Wir können das auch wirklich hier schon machen, den Erste-Hilfe-Kurs. Ich meine, Sie haben den doch alle gemacht, oder nicht? Ja, und trotzdem darf ich ihn nicht lernen. Ja, mein Gott, ich leg mich jetzt hier ich so hin. Ich komm sofort wieder. So. Du kannst hier draußen bei mich kommen. Bitte retten Sie mich. Ja, ja. Ich warte. Ach, schade. Warte mal, ich hol mal ganz kurz den Defi. Ja, genau. Oh ja. Hey, mein Gott, mir geht's auf einmal besser. Ja, Mensch, so schnell kann's gehen. Mein Gott, was ein Wodka nicht alles so hilft. Dann, okay. Und dann wollen... Jetzt fahren sie aber gleich kein Auto mehr. Wegen einem Glas Wodka, das glauben sie aber. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir gleich mal einen Alkoholtest, ne? Ja, richtig. Ja, Mensch. Da müssen sie mich aber erst mal kriegen. Ich mach mal kurz die Lichter von meinem Auto aus. Nein. Ich mach nein. Nein, ist nicht. Nein, nee. Bleib. Wollen Sie einsteigen, Frau Ivanov? Noch? Sehen Sie Lichter aus? Mhm. Mein Gott. Das sind aber auch jetzt auf einmal, da kriegen sie alles mit, gell? Mensch hier. Selektive Wahrnehmung. Bei Ihnen müssen wir ganz, ganz besonders doll aufpassen. Was soll das denn schon wieder heißen? Weiß ich nicht. Ich habe immer Unfug im Kopf. Keine Ahnung. Was? Ja. Verstehe ich gar nicht. Natürlich nicht. Ja. Aber ansonsten wäre es doch langweilig. Ich erinnere mich auch noch an die Story, wo wir uns kennengelernt haben, wir beide. Die Ampir? Ich darf doch dazu nichts sagen. War ja im Einsatz. Also so mit Peer, so, nee, wie wir uns kennengelernt haben, das hört sich irgendwie eine Romantik an. Ja, das war, oh mein Gott. Ich hatte auch ein Teelicht mit, aber egal. Oh. Ich lasse die beiden machen. Hey, könnten Sie mir bitte ein bisschen zur Seite... Frau Ivanov, wirklich, jetzt gehen Sie mal zur Seite. Bitte. So, hat er. Frau Ivanov, Mensch. Ja? Sie schon wieder. Ja? Ist ja... Herzallerliebste Sie. Wenn man die Frau Ivanov mit hat, hat man immer so seinen persönlichen Pitbull dabei. Finde ich gut. Oder? Wenn ich nicht verheiratet wäre, würde ich sagen, also ich könnte... Nee, egal. Nee, lass mir das. Oh, Mensch, ey. Aber haben Sie sich schon wenigstens einigermaßen eingelebt? Ja. Also gestern war unziemlich aufregend. Weil ich bin nach dem DOL erstmal zum Friseur, wo ich dann auch die Dame hier kennengelernt habe. Lieber auf dem ersten Blick, oder mussten Sie zweimal reinkommen? Den ersten Schnitt. Ja, aber die haben gerade gesagt. Nee, und ihr Chef und die Frau von ihrem Chef waren so nett und haben gleich gefragt, ja, möchtest du mitkommen? Und dann waren wir am Ende noch, ich vergesse immer den Namen von dem Club.
Bahamas. Bahamas. After Hours. After Hours, genau. Wir waren als Hutmacher, haben den Hut besorgt und dann After Hours. Ah, genau. Weil die Frisur so kacke geworden ist, oder wie? Nein, die Frisur ist sehr gut geworden. Nee, aber sein Hut wurde geklaut im Flugzeug. Nee. Bitte? Oder haben sie was dagegen auszusetzen? Nee, das ist die normale Fuckboy-Frisur. Das ist normale Polizistenfrisur. Fuckboy-Frisur. Okay, warten Sie, ich setze mich hin. Wird gut. Boah, das fühle ich. Boah, das fühle ich jetzt. Gut. Aber wenn Sie im FD anfangen, dann bekommen Sie so einen ähnlichen Hut für den Dienst. Oh, okay. So, die hat mich gekauft. Ich bin dabei. Rebecca kriegt halt alles hin. Aber ich glaube, sie haben eine Jacke. Aber das ist halt tatsächlich so. Sie kriegen ja wirklich so einen Hut. Ja, und, sie kriegen sogar noch eine viel, viel besseren Waffenholster. Mal ganz ehrlich, ne? Ich meine, ne, wir drei sind ja jetzt so ein bisschen die Idioten, ne? Weil wir stehen ja jetzt einfach nur umsonst hier rum, ne? Die anderen werden bezahlt, ne? Also. Das ist korrekt. Also. Die setzen sich sogar hin, weil die zu faul zum Stehen sind. Das ist schön. Und wissen Sie was? Ivanov, ich mach jetzt den da. Ja, genau, ziehen Sie mal durch. Ah, ne, ist eine normale Zigarette. Danke für den Raid, danke schön. Ne, bei Frau Ivanov ist das klar, die stand jetzt zu lange neben mir, die hat weiche Knie gekriegt. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Ja, bei Ihnen kann man auch noch weiche Knie bekommen. Direkt beide die Zigarette danach. Das ist. Rebecca, fangen Sie jetzt auch schon an. Aber wissen Sie, Herr Summer? Ihre Haare leuchten sehr, sehr hell, wenn sie mich sehen. Ja, natürlich. Die Haare. Ich bin Feuer und Flamme für sie. Das ist ungesund. Ist das aber, sie sollten zum MD gehen? Nee, da ist doch nie jemand da. Soll ich den Termin besorgen? Ich hoffe, der Stream war so weit. Die lassen mich nicht mehr raus oder so. Ja, deswegen. Aber dann kann ich ihn doch gar nicht mehr auf den Keks gehen, das wäre doch langweilig. Das haben wir, ne? Ja, bitte. Sind mir was schuldig, erinnern Sie sich? Das ist korrekt, ja. Gut. Beruhigen Sie sich. Ja, sie mir auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, das sehen Sie? Ausgeglichen. Also es wäre echt super, wenn das mit dem MD klappen würde. Ja, kriegen wir sicher was hin. Wenn er so auf abends unterwegs ist, dann kriegen wir da sicher was hin. Was denn? Wollen Sie jemanden ins MD schicken? Wie, dass der Herr einen Erste-Hilfe-Kasten, genau. Einen Erste-Hilfe-Kurs machen kann. Da brauchen Sie bloß da reingehen, der... Apropos, ich muss mir bald neue holen, die laufen ab, ne? Immer schön drauf achten. Was haltest du wieder an? Hast du noch keinen für Juni? Wer? Sam? Nee. Ich hab sogar schon einen für August. Gibt's die jetzt schon? Nö. Ja, ab dem 23. werden die verkauft, wurde mir von ODS gesagt. Man kriegt die direkt aus erster Hand. Ja, sie klauen aus der Asservatenkammer, versteht das? Ja, so? Natürlich. Wir haben erste Hilfekäste in der Asservatenkammer. Beschlagnahmt. Aber beschreibt die einfach selber, ich verstehe das Problem nicht. Zählt das dann schon als Urkundenfälschung? Ich weiß gar nicht. Ach nee, Mensch, der ist ja noch bis 6 gut, also von daher ist ja alles gut. Herr Kollege, wann wollen Sie den Feierabend? Eigentlich vor 10 Minuten. Ja, dann gehen wir in Feierabend. Ja, mein Gott, da war jetzt aber auch harte Arbeit hier. Ja, ja. Ui. Ja. Ja. Ihr könnt noch bleiben. Tschüss. Ja. Nee, schönen Abend noch, passen Sie auf sich auf. Und, ja, aber jetzt ganz kurz ruhig, Mensch. Ja, gleich. Ganz kurz mal Spaß beiseite. Hey. Oh, Frau Ivanov. Ruhe, Fuchs. Ja, gleich. Das heißt aus dem Schweigefuchs. Das ist wirklich ein ernstes Thema. Wenn ich mich jetzt bewerben würde, würden Sie für mich zusprechen oder eher dagegen sprechen? Also bei Ihnen, Herr Silber, weiß ich, Sie sind direkt dafür. Oh mein Gott, da kommt jemand angehumpelt. Ich glaube, der humpelt nicht. Ich glaube, der läuft einfach so. Aber der läuft einfach so. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Guten Abend. Hallo. Abend. Na, kommen Sie gut an hier, ne? Wenn Sie erstmal fit mit der ganzen Insel, mit den Leuten hier und so weiter. Ja, nehmen Sie sich kein Vorbild von den Leuten, wo PD draufsteht oder Polizia. Gut, dass da nichts von auf unserem Westen steht, aber gut. Ich kann nicht lesen, mein Gott, mobben Sie mich doch nicht. Was soll das denn? Gar nicht. Also wird man jetzt hier vom PD gemobbt, weil man nicht lesen kann? Ja. Was? Okay. Nee, aber wenn du dich bewirbst, dann musst du lesen können. War nicht schon mal vor. Zumindest schreiben. Ehrlich?
Das ist, ja, aber ja, das ist Diskriminierung. Ist das so? Schon. Geht so, ne? Geht so. Okay, so. Wieso? Der Herr? Wollen Sie, ja, sich jetzt von, wollen Sie sich jetzt von der Kante stürzen? Von welcher Kante? Von der Bordsteinkante, weil Sie einen Helm aufgesetzt haben. Nein, ich bin nicht abgeholt. Achso, okay. Achso, mit dem Moped. Achso, ich hab gedacht, Sie machen jetzt Extremsport. Lass ihn doch erst noch vorbereitet. Achso, okay. Ja, gut. Ich damit ich auch einen imposanten Auftritt haben, ne? Wo haben ja, Sie denn das Sakko her, Mensch? Vermutlich Aphrodonis. Wissen Sie das nicht mehr? Nee, nicht mehr so richtig, ne? Ah, okay. Na ja, gut. Hab ich Sie gerade gestört irgendwie? Nee, ich hatte schon Angst, dass Sie jetzt da ja, Extremsport machen. Ja, aber das ist ja keine hohe Kante, sagen Sie mal, nicht? Da würde ich mich ja eher von so einer Brücke werfen. Doch, ja, nee, das wollen Sie, das kann ja, das, da hilft Ihnen der Helm dann aber auch nicht. Nee, eben. Nee, das stimmt, aber wenn Sie ja, da jetzt so, ne, umknicken und eben so, dann so, schlagen Sie sich den Kopf zumindest nicht an. Ja, so ist es, da haben Sie auch recht, ne? Das ja, darf man nicht außer Acht lassen. Ja, genau, weil Safety wurden first. Sie festgenommen oder haben Sie Ihre Hände nur so auf dem Rücken? Nee, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Ach so. Wissen Sie, ich mache das nicht wegen Rückenschmerzen, ne? Das ist ja einfach gemütlich. Das sollten Sie sich vielleicht mal öfter überlegen, ob Sie das nicht so machen, ne? Ach so, ja, ich habe gedacht, Sie halten sich fest, damit Sie nicht vorne umkippen. Ja, ja. Also sagen Sie mal. Das ist doch nur Spaß. Ich na gut, dann ist ja gut, ne? Das ist doch nur ein bisschen Humor. Ja, das war auch witzig. Ja, sehen Sie. Tschüss zusammen, passen auf sich auf. Wiedersehen, tschüss. Bye, bye. Tschüss. Ja, Mensch. So. Ja, und sonst so? Ja, sonst, jetzt haben wir noch zwei hübsche Damen hier. Das war jetzt Ihr Stichwort, junger Mann. Da hätten Sie jetzt sagen müssen, ja genau, oder sowas. Sie hätten ich jetzt... warte doch schon auf meine Begleitung. Ne? Ja, aber Sie hätten doch, deswegen kann man doch hübsche ja, Damen trotzdem ein Kompliment machen. Ja, schon, das kann man, ne? Aber das haben Sie ja schon übernommen für uns beide. Ja, ne? Aber Sie hätten das untermauern können. Ich hätte Fahrradkette, ne? Ja, nee, Fahrrad fahren Sie nicht, sondern Moped. Ich fahr Moped, so ist es. Sie sind der Anwalt, oder? Rechtsanwalt Klaus Supedersen, ganz recht, ne? Mit den coolen Werbesprüchen. Ärger voraus, rufen Sie Klaus. Ah, okay. Sowas ja, zum Beispiel. Frau Ivanov, da können Sie sich ein Beispiel von nehmen. Wenn Sie mich anrufen würden, ne? Würden, dann würde ich rangehen mit die Leuten, wir erbeuten. Sie ausbeuten. Nee, wir erbeuten, nicht? Weil wenn wir klagen, nicht? Und Klage erheben, dann verdienen wir Geld, nicht? Und da erbeuten wir. Wie Piraten im Grunde, nicht? Aber ist das nicht eigentlich, also ich möchte ja jetzt da jetzt nicht irgendwie, ne? Aber das ist ja schon, geht ja schon leicht ins Kriminelle dann. Nein, das ist nur so ein lockerer, flockiger Spruch, nicht? Ja gut, aber wenn das Sie ist sagen, nicht so gemeint, wie es gesagt wenn, ist. Wenn Sie sagen, Sie erbeuten, ne, Sie klagen, wir erbeuten das dann und dann, wenn die Klage aber eigentlich falsch ist und Sie trotzdem alles daran setzen, Ihren Willen durch. Also Sie sagen quasi, dass die Klage, die ich erlasse, nicht, die die durchgeführt wird, nicht, und, und wo es einem Urteil zu meinem Vorteil kommt, nicht, sagen Sie, das wäre unzulässig, aber dann nein. zweifeln Sie ja den Rechtsstaat insgesamt an, nicht? Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte aber, wenn jetzt jemand quasi Klage gegen jemanden erwirken möchte, was aber aus Boswilligkeit passiert, was Sie ja nicht wissen können, und dann sie aber alles dran setzen, diesem Mann dann zu, in Anführungszeichen, Recht zu sorgen, ja, dass der andere bezahlen muss, obwohl er ja gar nichts gemacht hat. Aber wenn er im Recht ist, dann ist er im Recht, ne? Ja, nee. Dann sorge ich auch für sein Recht. Ja gut, das Recht ist so. Das sagen Sie jetzt, ne? Ja gut, sagen wir mal so, wenn der andere, die andere Partei, die eigentlich nichts gemacht hat, sich nicht so einen guten Anwalt wie Sie leisten kann, dann hat er ja ich schon... Ich bin auch der Beste, ne? Ja, deswegen, dann hat er ja sowieso schon verloren. Also dafür recht erschwinglich. Das ist ja dann also jeder, der gegen Sie antritt, hat er ja sowieso schon verloren. Also ist ja egal, ob Sie jetzt im Recht sind Sie oder nicht. Sie schmeicheln mir jetzt, ne? Nee, das ist doch, ich sag doch nur die Tatsache. Schleiferverein, aktiv ab. Sei PD, ja. Richtung VPD. Sei ihm gewährt. Check. Ja, naja, also was soll ich dazu sagen, nicht? Also,
Recht ist der Recht bekommt, nicht? Und nee, ja, Recht ist nicht der Recht bekommt. Ja, Recht ist jetzt der Rechtsstaat vor allem. Doch, jetzt haben sie es ja richtig gesagt, ne? Recht ist das, der Recht bekommt irgendwie. Ja, aber so habe ich es ja nicht gesagt, ne? Ja, ich habe Auffassungsvermögen. Jedenfalls, nicht? Wenn der Richter Recht spricht, nicht? Und das ist zu dem Vorteil meines Mandanten, dann bin ich darüber sehr erfreut und dann erbeuten wir. Das ist ganz unabhängig davon, ob der Mandant jetzt wirklich im Recht lag oder nicht, subjektiv im Empfinden, nicht? So. Aber ich sag Ihnen, ach, das ist nur so ein lockerer Spruch. Bewerten Sie das nicht allzu sehr wie so ein Goldesel, nicht? Also, ich sag mal so. Ja, oder so, nicht? Goldesel wäre schön, den hätte ich gern. Wenn der Goldesel eben Gold wirft, nicht? Dann bekommen wir recht und dann erbeuten wir auch was. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber wir machen immer eine Risikoabwägung. Die 54 verlässt den Kreis. Oh, da müssen Sie jetzt aber ein ganz schönes Stück laufen. Wieso? Was denn? Da ist Ihre Begleitung. Ach, da ist meine Begleitung, nicht? Da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich werde müde. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute, ne? Ja, nee. Ja, nee? Doch noch nicht. Ja, nee. Ne? Ja, ne? Ne klar, ne klar. Ja, nee, klar. Ist klar. Dann, ne klar, ja, moin. Da würde ich mal sagen, ne? Stalker ist on the way. Ja, ja. Ich fahr mal zum PD. Ja. Können Sie mich ganz gerne stalken. Ja, und dann, Können Sie gerne ganz gerne da vorne warten, bis ich rauskomme, dann können Sie mich stalken. Ja, ich muss ja erstmal gucken, ob Sie überhaupt vorne rauskommen, ne? Vielleicht haben Sie Ich komme vorne raus. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ja. Okay. Rebecca, ansonsten nächstes Mal tesern Sie einfach Frau Ivanov auf meine Anweisung. Ganz bestimmt. das war eine Dienstanweisung. Von jemandem, der mir nicht weisungsbefugt ist. Das wissen Sie nur noch nicht. Ja. Wie lange bleibt ihr noch im Dienst? Wir sind gleich außer Dienst. Okay, nee, gut, nicht. Dann gehen wir jetzt alle geschlossen außer Dienst. Perfekt. Und das PD nicht. Hat sich dann quasi mehr oder weniger abgemeldet. Okay, alles klar. Pass auf euch auf, ja? Okay, ebenso. Ciao. So. Wir machen es dann auch mal auf den Weg. Wir sehen uns gleich vor dem PD. Mhm, natürlich. Okay, dann bis gleich. Ciao. Ciao. So. Da bin ich. Muss ich ihn jetzt hinterherfahren? Ja. Ja. Okay, mal schauen, ob ich sie abschütteln kann. Hm. Wenn ich jetzt einen Unfall baue, sind Sie dann schuld, oder wie? Nee. Wie nee? Natürlich. Nee. Sie haben mich jetzt quasi aufgefordert, ihn hinterherzufahren. Und wenn sie sich ja, weil sie herausfinden wollen, wo ich wenn wohne. Wenn sie sich jetzt nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, kann ich leider auch nichts dazu. Natürlich halte ich mich daran. Ich muss gerade mal was essen. Schon, ob ich den so ein bisschen in die Irre führen kann.
Ach ja. Ich hab ihn abgehangen, oder? Nein! Ich hab ihn abgehangen! Nein! Okay, sie haben gewonnen. Ja, mit dem Auto durch Gassen fahren ist dann doch ein bisschen eng, ne? Ja, Hauptsache, sie haben ihren Spaß. Also, ich bin an meinem Ziel. Das ist sehr schön, das freut mich für sie. Ach, das hat Spaß gemacht. Ja, das glaube ich Ihnen. Na, wo bin ich? Na, wo bin ich? Wo Sie sind? Ja. Keine Ahnung. Ich hatte vorne, glaube ich, ein Fahrzeug. So ähnlich wie Ihre. Ja, schau mal ganz kurz. Also wenn ich jetzt einen Unfall gebaut hätte, weil sie sich ja so nett an die Verkehrsregeln gehalten haben. Was? Ich bin 50 gefahren. Ja, genau. Und natürlich bei jedem Stoppschild gebremst, natürlich. Ja. Und über natürlich nur befahrbare Straßen gefahren. Ja. Also durch Gassen darf ich fahren. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß, wo sie wohnen. Ja, wo denn? Da bin ich jetzt gespannt. Haben Sie die Hupe gehört? Nein. Okay. Wo könnte eine Frau Ivanov wohnen? Gute Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Generics wohnt. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Würde auch nicht passen, weil sie gesagt haben, die Wohnung ist ihnen zu groß. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die Pegasus Apartments haben, weil die alleine zu beziehen ist echt langweilig. Wer weiß? Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, was gibt's denn noch? Sie haben gesagt, die Wohnung ist ihnen eigentlich zu groß. Heißt, nehme ich stark an, sie haben mindestens zwei Zimmer. Also ist das schon mal eine größere Wohnung. Also ich stehe hier, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich bin schon längst an meinem Ziel. Ja, das ist ja schön für Sie, dass Sie da sind. Ich überlege gerade, wo man hier in Vinewood denn noch so wohnen kann. Was will ich denn hier in Vinewood? Ich hoffe, Sie wohnen hier irgendwo in Vinewood. Oh Gott, da kommt dieser Anwalt. Schnell weg hier. Warum lachen Sie denn jetzt so? Weiß ich nicht. Sehr gehässig von Ihnen. Ja, Entschuldigung. Ja, ich warte noch immer hier auf Sie. Wo sind Sie denn? Ja.
Gott, ist das gruselig hier, Frau Ivanov. Warum? Das ist gerade sehr gruselig. Ich bin gerade in irgendwo. Ich war hier mal raus. Das ist ja gruselig. Ich meine, diese Gassen waren eigentlich nur Ablenkung. Das ist mir schon. Das ist mir schon bewusst, dass sie nicht in der Gasse wohnen. Wie viel Miete bezahlen Sie, Frau Ivanov? Ziemlich viel, ja. Ziemlich viel? Mhm. Ja, okay, jetzt kommt natürlich drauf an, wie viel ist für Sie ziemlich viel. Na gut, für mich gar nichts. Ah, so ein Ding ist das. Naja, diese Miete habe ich in 1,5 Tagen. Also sagen wir in 16 Stunden verdient. Also 2 8-Stunden-Schichten. Was Sie pro Tag, nee, was Sie pro Woche? Ja. Ah, okay, also muss es, Moment, dann kann nee, ich sogar ja noch weniger, in 6 Stunden sogar verdiene. Sie haben aber keinen Loft, oder? Wer weiß. Also wenn Sie einen Loft haben, dann wäre ich ja schon ein bisschen neidisch, ne? Warum? Ja, weil ich die Lofts sehr schön finde. Ich hätte zwar das letzte Mal eins haben können, aber ich finde diese Parkmöglichkeiten hier vorne leider nicht sehr schön. Moment, hier ist so ein... Nein, das ist jetzt nicht... Das ist nicht Ihr Segoi hier, oder? Oh mein Gott, Frau Ivanov, Sie haben keinen Spoiler bei sich hinten dran. Nein. Gott sei Dank. Ansonsten hätte ich jetzt auflegen müssen. Haben Sie ein schwarzes Kennzeichen? Nein. Frau Ivanov, verarschen Sie mich? Weil ich sehe Sie. Jetzt sagen Sie mir nicht, Sie sitzen da drüben in dem anderen Segoi. Nein. Frau Ivanov! Das ist alles Sprit, was ich hier verfahre. Wo sind Sie denn? Sehe Sie. Okay, aber theoretisch, wenn Sie mich sehen, dann weiß ich, dass das ja die... Das muss ja dann das Loft sein, weil ja ansonsten gibt es hier, glaube ich, keine großartigen anderen Wohnungen. Das ist doch auch ein Segoi. Aber der ist blau. Das ist ja hässlich. Frau Ivanov? Ja? Macht Ihnen Spaß, gell? Ja. Das ist schön, das freut mich, dass Sie Spaß. So, jetzt sehe ich Sie nicht mehr, weil ich mich woanders hingestellt habe. Das ist ja jetzt Ihr Problem. Aber ich höre Sie auf jeden Fall. Moment, Sie könnten theoretisch aber auch... Ah, warte, da drüben könnte man natürlich auch... Hier ist ja die andere Straße, die kein Mensch aussprechen kann. Welche denn? Ja, genau die. Steht dann Segoi. Steht dann Segoi. Steht dann Segoi. Ich höre Ihr Fahrzeug. Hab's gerade eben gesehen. Frau Ivanov. Ich komme ja. Sie veräppeln mich gerade, kann das sein? Was war das? Zurückgefahren ist, wie geil. Na, wo bin ich? Ich sehe schon, Sie haben richtig Spaß, Frau Ivanov. Jetzt fahren aber wenn Sie weg. Ja, aber wenn Sie mich doch hier sehen. Ich meine, gut, ich bin halb blind, aber ich sehe Sie nicht. Aber ich sehe. Also jetzt sehen Sie mich. Gut, dann kann das... vom Loft. Wo ist denn das Loft? Warte, das Loft ist doch da. Okay, vom. Ja, okay, ja, ja. Aber Sie haben gesagt, hier sehen Sie mich nicht mehr. Heißt, können Sie beim Loft nicht sein. Heißt, müssen Sie hier wohnen. Wer weiß? Nee, der Walter Weiß wohnt hier nicht mehr. So, ich parke jetzt hier. Hier ist auch so ein Segoi, aber der. Nee, das ist kein. Ist das ein Segoi? Nee, das ist kein Segoi.
oh mein Gott, wem gehört denn dieser hässliche Komet hier? Weiß ich nicht. Kann man den kaputt fahren? Besser nicht. Warum? Weil... Sie haben nichts. Ich bin 24-7 im Dienst. Sie haben nichts gesehen, Frau Ivanov. Sie haben sich ausgestempelt. Ich bin 24-7 im Dienst. Ja. Das ist das Problem. So. Scheiße, was haben Sie gesagt? Was fahren Sie? Na, guck mal, irgendwas, gell? Mhm. Ich sehe Sie. Das ist sehr schön, dass Sie mich sehen. Ich sehe Sie. Danke für den Raid. Ich bin irgendwo im Gebüsch, gell? Das wäre echt peinlich. Jetzt sehe ich Sie nicht mehr. Sie mich verarschen. Warte, Sie stehen da oben safe auf dem Dach. Wenn ich jetzt überfallen werde, kommen Sie und retten mich. Da fährt gerade ein Fahrzeug vorbei. Ja, schön, danke. Das habe ich gesehen. Sie Troll. Sehe sie? Oh fuck, der parkt, Alter. Ich gehe mein Auto, Mann. Wenn ich jetzt überfallen werde, dann ist das alles ihre Schuld. Bis sie von da oben runtergekommen sind, Halleluja, bin ich dreimal tot. Ich glaube, von hier aus sehe ich mehr. Aber fallen sie nicht vom Dach? Nein. Denken sie dran, MD arbeitet nicht mehr. Da läuft gerade eine Dame ins Apartment. Also jetzt kommen sie, jetzt fühle ich mich ja echt verarscht hier. Ich sehe sie. Moment, jetzt will ich mal. Ja. Nein, sie wohnen nicht in diesem schäbigen Hotel hier. Das wäre ja echt eklig. Sehen Sie mich immer noch? Nein. Sehen Sie mich immer noch? Nein. Ich höre Sie nur. Das bin ich nicht. Nein? Nein, natürlich. Nein, würde ich niemals tun. Das Dumme ist, Sie haben eine große Wohnung. Ja. Ne? Ja. So. Sie haben die Dame gesehen, die da reinläuft. Ja. Ich höre sie. Ja, okay, sie können ja irgendwo im Gebüsch hocken. Wer weiß. Ja, das ist ja langweilig. Warum hocken sie denn im Gebüsch? Wissen Sie, ich habe solche auffälligen Haare und... Ich schwör's dir. Was? Was? Was, was? Ich hab gesagt, ich schwör's dir. Also eigentlich müsste ich dich ja sehen. Ja, eigentlich. Ja. Das ist die Frage, wo? Ja. So. Von hier ist die Dame gelaufen. Ja. So, du hast sie aber... Halt, stopp, du hast gerade ja gesagt. Heißt, du musst mich ja jetzt schon sehen. Nein. Ja, dann sag nicht einfach ja. Du kannst ja nicht einfach ja sagen, wenn du mich nicht siehst. So. Das heißt, wenn du mich jetzt nicht siehst, aber du stehst bei dir zu Hause, also bei dir am Haus, irgendwo da, gell? Vielleicht in der Nähe. Also, bald muss ich anfangen zu laufen, ne? Bald habe ich keinen Tank mehr. Scheiße. Also, ich bleibe im Gebüsch hocken. Ja, wenn sie so schissig sind und direkt ins Fahrzeug reinlaufen, nur weil jemand aussteigt. Frau Ivanov, ich wurde gestern erst erleichtert von meinen Wertgegenständen. Muss nicht heute wieder sein.
Und da jeder gefühlte komische Kleinkriminelle hier schon an Schusswaffen rankommt, ja. Lassen Sie sich drüber reden. Mhm. Ach Gott, hier kommen Erinnerungen hoch. Wieso Erinnerung? Kennen Sie, Sie kennen auch bestimmt Matthew. Da ja? Der hat mit Kokum hier gewohnt. Ach so. Hm. Ja, Mensch. Standen Sie jetzt da in der Gasse hinter der Mülltonne oder was? Oh Gott! Ja, schön, dass Sie Spaß haben. Nein, auf jeden Fall hat er da gewohnt. Und mhm. Wir wollten Freunde besuchen. Wir waren zu dritt. So, und wir sind da halt an die Klingel gegangen und keine Ahnung, haben direkt die erste genommen und die war offen. Und haben wir gedacht, dass sie uns schon aufgemacht haben. Und dann sind wir da reingegangen und haben irgendwie andere Stimmen gehört. Haben gesagt, okay, vielleicht haben die Besuch. Was weiß ich. Sind weitergegangen. Auf einmal kam der Donnerham mit dem Messer. Also der hatte nur einen Bademantel an mit zwei, drei Damen war der dort in der Wohnung und hat ein Messer gezogen und ist dann auf uns zugerannt gekommen. Ach du Heilige. Wenn wir gedacht haben, wir wollen den ausrauben oder so. What the fuck? Ja, ja. War lustig. Naja, seien Sie froh, dass Sie nur ausgeraubt worden sind und keine Schutzgelderpressung hatten. Hatten Sie das schon mal? Ja. Für was denn? Für Ihr Restaurant. Mhm. Bei Ihnen muss ich mal aufpassen, bei Ihnen darf ich den Namen ja nicht sagen. Nehmen wir den Stock, okay. Mhm. So habe ich das auch immer genannt. Ist doch einfach, Le Milieu. Ja, Le Malheur. Ist doch okay. Nee. Okay, von wem? Von welcher Gruppierung? Das ist leider intern, das habe ich intern erfahren. Ja gut, das kann ja, Moment, welches, das müssten theoretisch, kommen ja nur zwei in Frage, aber ich glaube, es müssten die Vargos gewesen sein. Mm-mm. Nehme ich mal stark an. Den Namen kann ich dir nennen, Anthony und Isaac Baljan. Mit Ramon Solomon. Ja, Vargos. Und Mary Down. Was hat denn Mary mit denen zu tun? Mary Down ist wohl die Frau von Anthony Baljan. Ich hab gedacht, die ist schon tot. Keine Ahnung. Naja. Nina Hartmann oder so, wie die hieß. Auch. Was sind das für Namen? Keine Okay. Richtig komisch. Ja, was jetzt mal doof gefragt, Sie müssen es nicht sagen, wenn Sie nicht wollen, aber wie viel wollen die denn so schutzgeldmäßig? Die wollten, dass ich denen anbiete, dass sie bei mir im Restaurant einen privaten Raum bekommen. Aha. Wo die rein und raus gehen dürfen, wie sie wollen. Dass ja. Ich denen höchstwahrscheinlich wöchentlich was ausbezahle. Wie viel? Weiß ich nicht. Achso, das war nicht bis gesagt, okay. Zu diesem Punkt konnten die nicht kommen. Weil das Ach so. Für die schon vor Ort war. Ja, ich okay. Bin ja nicht blöd, wenn ich da alleine im Restaurant bin und auf einmal kommen Leute und fragen mich, sind sie hier alleine? Mhm. Und auf einmal kommen solche Fragen wie, ja, wäre ja viel zu schade, wenn ihnen was passieren würde oder jedem Restaurant. Also blöd bin ich nicht. Hm. Ja, kommt mir bekannt vor. Und da war tatsächlich gegenüber mir noch eine aktive Bedrohung gewesen. Hat dann Anthony mit seinen komischen Freunden 2 Tage bevor ich beim PD angefangen hatte, gesagt gehabt, dass ich ja aufpassen muss, sonst wird man ordentlich bei mir durchgewischt.
fühlen sich aber auch schon echt cool, ne? Ich weiß. Sind schon richtige Gangster, sind das. Ja, ja, auf jeden Fall. Haben mich aber nie in die Finger bekommen. Solche großen Gangsters. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass sie clever sind. Clever sind die nicht. Naja. Okay, also sie wohnen also hier. Mhm. Ja, das ist wirklich groß für eine Person, das stimmt. Ist doch eigentlich voll langweilig, oder? Wieso? Ja, weiß ich nicht. Wie sieht's denn eigentlich bei Ihnen aus? Haben Sie keinen irgendwie... Nö. Aber Sie wollen wahrscheinlich auch nicht. Zwar schon, aber find keinen. Ja, das ist ärgerlich. Ja, ist es auch. Und PD, im PD ist keiner, der irgendwie zusagend ist. Nee. Gar keiner. Nee. Alles diese Geringverdiener. Nee, schon. Sind ja auch. Ja. Okay. MD auch nicht? Nee, überhaupt nicht. Nee. Gar nicht, ganz und gar nicht. Besonders überhaupt nicht mit dem MD. Hör mal auf mit dem MD. Ich würde jetzt gerade sagen FD, aber die sind ja noch schlimmer. Ja, falls sie doch noch ins PD kommen sollten, wenn sie ja mitbekommen, was wir meinen mit dem MD. Ja, das sind alles Nutten da. Das sowieso. Schön. Das sowieso. Ja, warum, was meinen Sie denn? Ja, das ist Sachen... Interner, okay, verstehe schon. Aber Frau Ivanov, ich habe was für Sie. Ja. Geil. Den muss ich jetzt trinken. Ja. Jetzt fahre ich nicht mehr. Ja, sonst ist er mich trotzdem fahren lassen. Ja. Direkt wieder vergessen. Ich trinke natürlich, okay. Ich trinke natürlich brav Wasser. Mit einem Schuss Wodka drin? Was? Wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Weiß ich nicht. Habe ich so eine vage Vermutung. Ach Quatsch. Aber nur ganz kleine vage Vermutung. Ich verstehe gar nicht, was Sie meinen. Nee. Aber cool ist, dass da oben auf dem Dach, da sind zwei Pools. Ja, ich weiß, sie sind aber leider zu klein. Ja, kann man leider nicht drin schwimmen. Ja, ja. Aber man kann da schön von oben runter gucken, das stimmt. Mhm. Da hatte Mr. Kokum und Matthew hatten da ihre Einweihungsparty gehabt. Mhm. Ja, besonders von dem Balkon aus kann man auch alles sehen. Ja, das stimmt. Ja, wollen wir uns jetzt noch weiter unterhalten, oder? Weil wenn wir uns weiter unterhalten wollen, dann würde ich gerne woanders hingehen. Nee, ich werde tatsächlich langsam ins Bett gehen. Wir haben 3 Uhr. Okay. Okay. Oh mein Gott. Wir haben es 2.56 Uhr. Was übertreiben Sie so? Was? Ich übertreibe niemals. Ja. Vielleicht doch, beim Arbeiten. Nennen Sie jetzt, wer mir überfallen. Ich habe es Ihnen gesagt. Mit dem Roller. Auf jeden Fall. Auf dem Roller werden wir jetzt überfallen. Jetzt setzen sie sich ihre Helme auf und sowas und dann kommen sie gleich und sagen, ah, Bandera, gib mir deine Schuhe. So, okay. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Das wird schon irgendwie, Sie werden schon irgendjemanden finden, ne? Bestimmt irgendwann. Ja. Bestimmt. Irgendwann. Bestimmt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao. Danke Ihnen auch.